Es nimmt und nimmt kein Ende. Inzwischen startet der 6. Teil der Transformers-Reihe in den Kinos. Und Antje und ich haben uns an einem langen Wochenende durch die vorherigen 5 Teile und Bumblebee gequält, um euch jetzt eine Retrospektive präsentieren zu dürfen. Mirko. Antje. Wir haben vor 3 Tagen die Themen dieses Videos beschlossen. Und damals hattest du noch nicht alle Transformers-Filme gesehen. Das heißt, du musstest jetzt alle zusammen über dich ergehen lassen. Wie war's? Nicht, also Teil 1 bis 3 hatte ich schon quasi immer so zum Release-Datum damals gesehen oder zumindest zur Free-TV-Ausstrahlung. Und ich habe dann damals für mich entschlossen, dass es reicht. Und jetzt habe ich für dieses Video an einem Tag Bumblebee, Age of Extinction und The Last Night nachgeholt. Und das war, muss ich jetzt rückwirkend sagen, wirklich eine sehr schlechte Entscheidung, zu sagen, man könnte an einem Tag diese 3 Filme irgendwie wahrnehmen, sehen und sich Gedanken dazu machen. Dem stimme ich dir zu, auch wenn unsere Meinung ja ein bisschen auseinandergeht. Aber wollen wir mal direkt anfangen, erstmal unser Filmfood zu erklären, denn es gibt das musst du übernehmen. Was muss ich übernehmen? Denn ihr seht, es gibt Pizza. Und der Grund dafür ist, dass es einen Song gibt, den ich entdeckt habe von Blockflöte des Todes. Die sagten mir sogar was. Ich meine, die waren mal beim Bundesvision Song Contest. Auf jeden Fall eine aufstrebende Singer-Songwriter-Rockband. Wenn ihr das da draußen hört, schreibt mir gerne, wie ihr genannt werden wollt. Das ist absolut positiv gemeint. Und die haben einen Song gemacht, der heißt Bier zu trinken, Pizza zu essen und in Transformers zu gehen. Und da singen sie halt so ein bisschen, stellen so ein bisschen die alte Zeit und die alte Art der des Zeitvertreibes der aktuellen Art des Zeitvertreibs gegenüber. Und dass sie Transformer in Transformers gehen nehmen, hat schon so ein bisschen, sagt auch schon ein bisschen was über den Stellenwert der Filme aus, gerade im Zusammenhang mit Bier und Pizza. Denn man muss ja sagen, die Transformers-Filme haben sich von Teil 1 an nie als intellektuelle Herausforderung hervorgetan, sondern waren lange Zeit, oder sind es vielleicht auch immer noch so, der Inbegriff von Bombast-Kino ohne jedweden Anspruch. Also ich glaube, daneben kann man vom Image her so ein bisschen die Fast and Furious-Reihe stellen, die aber anders angefangen hat und die im Vergleich zu den insbesondere ersten 3 Transformers-Filmen nochmal andere Ansprüche an die Action hat. Also das ist für mich, und dann kommen wir gleich zur Analyse der Filme, aber das war für mich halt immer so ein bisschen das sehr großes Problem, abgesehen davon, dass mich die Figuren und alles niemals interessiert haben und ich die Konflikte total austauschbar fand, fand ich die ersten 3 Filme auch immer wahnsinnig hässlich und unmotiviert. Ganz abgesehen davon, dass ich den 3. Teil mit einem meiner Ex-Partner in Verbindung bringe, den ich heute hasse. Buh. Der mich da reingeschleppt hat in die dunkle Seite des Mondes, hieß der so? Ja, ja. Und nee, irgendwie die verweckt jetzt immer mit dem Pink Floyd-Album, aber stimmt. Oder The Dark? Nee, the Dark of the Moon? Ich glaube schon. Ja. Und der hat mir halt, ich war halt filmisch überhaupt nicht gebildet und dann hat er mir halt die Filme gezeigt, so als seine Lieblingssachen und ganz schlimm. Okay, apropos, ich brauche nicht tiefer. Wollen wir das Schöne einmal vorwegnehmen und diese Pizza essen? Ja, schlag zu. Bist du ein Pizza-Fan? Ja, doch, sehr. Am liebsten mit so ganz dickem Boden. In diesem Fall hast du eine Pizza mit Serrano-Schinken, Parmesan und Rucola ausgesucht. Und Rucola ist für mich ein Must-Have auf einer Pizza. Und das muss man an dieser Stelle sagen, von einem echten Handwerksitaliener hier um die Ecke. Mhm. Das ist, seien wir ehrlich, das ist dein Mittagessen gewesen. Ja. Das sind die Reste des Mittagessens. Schon ein bisschen kalt, aber genau. Ich finde, Pizza ist auch eines der wenigen Essen, die kalt fast noch besser sind als warm. Richtig, und ich möchte jetzt direkt aufessen, deshalb überlasse ich dir jetzt so ein. Es wäre doch jetzt albern, wenn wir jeden Film einzeln zusammenfassen würden. Willst du die ersten 3 direkt im einem Rutsch zusammenfassen und dann von deinem Marathon? Nee, gar nicht wahr. Die ersten 3 waren ja kein Marathon. Willst du trotzdem die ersten 3 einmal zusammenfassen? Ja, kann ich gerne tun. Okay. Also wir haben da Shia LaBeouf und Megan Fox als Sam Witwicky und Micaela heißt sie, glaube ich. Puh, ja, jetzt ist schon schwierig. Also irgendwie der Großvater von Shia LaBeouf hatte eine Brille und in der Brille sind die Koordinaten für den Allspark eingespeichert. Und der Allspark ist so ein magischer Würfel, der den Transformern Leben schenkt, das ihn aber auch nehmen kann, wenn man es in ihre Brust reindrückt. Auf jeden Fall kommen dann die Transformers von einem anderen Planeten auf die Erde, um diesen Allspark zu finden mit Hilfe von Sam Witwicky. Und in diesen 3 Teilen sterben und leben und werden wiederbelebt verschiedene Transformer um Bumblebee und Optimus Prime, die auch Autos sein können, aber auch Flugzeuge, aber auch U-Boote, wie sich später herausstellt. Und dabei gibt es noch die peinlichen Eltern von Shia LaBeouf, die dann immer wieder
mit ihm über Sex sprechen möchten. Und im zweiten Teil ist er dann auf der Universität und seine Mutter nimmt Gras aus Versehen und dreht durch. Und was kann ich noch sagen? John Turturro ist noch ein Spezialagent, der sich bei jeder Gelegenheit erniedrigt in diesem Film. Und In Teil 3 geht es dann um den Mond. Und in Teil 3 geht es dann um den Mond, genau. Richtig. Und die werden auch immer, das habe ich dann nochmal auf der Wikipedia-Seite bis The Last Night nachvollziehen können, sie werden immer länger. Der erste ist ja wirklich nur 2 Stunden und ein bisschen. Und bei Teil 4 sind wir dann bei 2-3 Viertelstunden angekommen. Das ist ja wirklich nicht mehr handelbar. Teil 5 hat? Wieder 10 Minuten weniger, war bei 155 Minuten. Okay. Und es wird natürlich immer, nennen wir es positiv, ambitionierter in der technischen Ausstattung und dem technischen, also in dem Handwerk. Weil wenn ich mich an Teil 5 erinnere, das Erste, woran ich denken muss bei Teil 5, ist, wie oft sich die Leinwandmaße verändert haben. Also auch wirklich komplett innerhalb einer Szene, willkürlich. Mhm. Und das deutet auch schon so ein kleines bisschen an, weshalb ich einen, ich nenne das Wort einfach wieder, wir nehmen ja immer mehrere Videos auf einmal auf und jetzt habe ich das Wort in einem anderen Video das erste Mal benutzt, aber weil ich es jetzt neu gelernt habe, ich verwende es jetzt einfach nochmal, Softspot, ein sehr schönes Wort. Und ich habe ja einen Softspot für Teil 4 und Teil 5. Der Grund darin liegt, oder der Grund dafür liegt darin, wir haben ja auch schon mal ein Michael Bay Video hier gemacht und da habe ich ja sehr inbrünstig Six Underground verteidigt. Aufgrund dessen, dass ich finde, dass es halt so ein typischer moderner Michael Bay Film ist, wo er keinerlei Regeln folgt. Weil er einfach machen kann, was er will und einfach seinen eigenen Regeln folgt und nicht denen des Mainstream-Kinos. Und ich finde, dass man in Teil 4 und 5 diese Anleihen schon definitiv sieht. Also irgendwann, und da können wir gerne wieder auf die unterschiedlichen Maße zurückgehen, irgendwann scheißt er ja auf alles. Und allein das, was er in Teil 5 alles unterbringt, Merlin, die Artus-Saga, Nazis, Dinosaurier, um nur ein paar Sachen zu nennen, das ist ja völlig... Sir Anthony Hopkins. Ja, das ist ja völlig gaga. Also kein anderer Filmschaffender, kein anderer Film würde das in irgendeiner Form machen, beziehungsweise bei keinem anderen Film würde das am Ende irgendwie alles noch halbwegs passen, weil wir uns eben im Michael Bay Transformers-Film bewegen. Jetzt komme ich nämlich zu Teil 1 bis 3. Diese Filme hatten diesen wahnsinnig. Es war so ein bisschen, Michael Bay muss halt den Studios folgen, was die wollen. Und dabei kommt halt Grütze raus. Und er hat ja auch in einem Interview zum Beispiel gesagt, er wollte ja nie Teil 2 machen und musste aber wegen vertragsrechtlichen Sachen und so. Und ich finde, dass man das merkt. Also ich finde, dass man total merkt, dass die ersten 3 Transformers-Filme Michael Bay total an die Kette gelegt haben. Das so vom Inhaltlichen, weil das absoluter Mainstream-Rotz ist, wenn man so will. Ohne jedwede Ambition, weil das, was man an Action irgendwie da aufbietet, und das sieht ja teilweise gut aus, also die Transformers sind ja effekttechnisch, das ist ja alles in Ordnung. Aber wenn du 7000 Mal hin und her schneidest in einem Kampf und dann auch ranzoomst, sodass du nicht das gesamte, nennen wir es mal der Einfachheit Kaiju, weil ich dann den Vergleich mit Pacific Rim ziehen würde, wenn du die Kamera nicht aufziehst, um den gesamten Transformer zu zeigen, sondern stattdessen so nah rangehst, dass du jede einzelne Schraube siehst. Das ist zwar beeindruckend, was den Aufwand angeht, aber das willst du doch nicht sehen. Du willst doch kloppende Maschinen sehen und nicht, dass sie 1 Milliarde Mal hin und her geschnitten wird und nicht immer nur ganz nah dran. Also das ist, finde ich, das macht auch die ersten 3 Transformers für mich so unfassbar hässlich. Also das ist wirklich der Inbegriff von hohler Blockbuster-Unterhaltung. Da ist auch nichts sympathisch dran. Also auch, ich mag Shia LaBeouf sehr, aber er ist kein Sympathieträger. Er ist einfach nur da. Er ist einfach da. Er ist einfach da, ja. Ich würde dir da zustimmen, aber siehst du das denn echt mit Mark Wahlberg und Co. Nee, so anders? Sehe ich auch nicht. Nein, das sehe ich bei Mark Wahlberg sehe ich das auch nicht. Also bei den Teilen 4 und 5, da bleibe ich auch dabei, dass das ist darstellerisch keine Veränderung. Außer da sind wir uns ja einig, Stanley Tucci. Stanley Tucci ist gut. Fantastisch. aber per se von dem vermeintlichen Charme der Figuren, da ist in Teil 4 und 5 auch überhaupt nichts zu sehen. Da ist Bumblebee ja zum Beispiel ganz anders, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Ich finde auch, dass die Transformers-Filme immer so vorgegeben haben, dass sie ja eigentlich eher auf die Transformers selber so zu Figuren, also insbesondere Bumblebee, so zu Figuren machen wollten, mit denen man mitfiebert. Was aber nie funktioniert hat, weil du hast dich ja nie, das sind ja trotzdem nur Kloppmaschinen. Und
wie gesagt, das finde ich halt in 4 und 5 vom Inhaltlichen auch. Aber ich finde, dass man da merkt, dass das alles viel größer gedacht ist. Und er kann nicht alles unter einen Hut bringen. Das ist bei den Themen, die ich gerade aufgezählt habe, ist es auch nicht möglich, das alles in einen Film unterzubringen. Aber man hat halt hier diese Mechanismen und diese handwerklichen, wie ich ja finde, Finessen von Michael Bay, die man eben auch in seinen anderen guten Filmen sieht. Also bestes Beispiel Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Er platziert die so, wie er Bock hat, dass es bei der Szene gut aussieht. Er platziert die nicht so, dass es Sinn macht, weil es macht nicht dreimal am Tag geht nicht die Sonne auf und dreimal am Tag geht die Sonne nicht unter. Aber er findet das einfach cool. Er ist Werbeclip-Regisseur und das lässt er hier halt raus. So. Und das mag ich an 4 und 5, diesen angedeuteten Wahnsinn, der halt in Six Underground dann perfektioniert wurde. Ich würde das gerne so konsumieren können, wenn der Film nicht 2-3 Stunden lang wäre. Also dann würde ich es wirklich gerne wie so ein Iron Sky vielleicht sehen, so The Last Night. Ja. Schmale 90 Minuten, ein bisschen Eskalation. Aber ich bin eingeschlafen bei The Last Night und das passiert mir bei Filmen eigentlich wirklich nie. Das hat mich auch selbst ein bisschen schockiert. Es sind auch keine Filme, die ich nochmal gucken würde. Das sage ich auch. Also ich gehe in einen Transformers-Film und gehe wieder raus und entweder ich hatte eine beschissene Zeit, Teil 1 bis 3, oder ich hatte wirklich eine gute Zeit, Teil 4 bis 5. Ich würde die aber nie noch mal gucken. Also das würde ich auch nicht machen. Nur weil ich die hier verteidige, heißt das nicht, dass ich bei mir zu Hause Transformers-Schreien aufgebaut habe. Ich habe lustigerweise, ich wollte gerade sagen, ein Bumblebee-Poster hängen. Das stimmt. Ich habe tatsächlich einen Dinobot-Transformer in meiner, weil ich den mal geschenkt bekomme, in meiner Filmsammlung. Eine echte kleine Figur? Ja, genau. Ach, cool. Den man auch wirklich vom Auto zum Dinobot umbauen kann. Also das ist tatsächlich ganz witzig. Das finde ich übrigens das beste Feature an Transformers, das Transformieren. Das wird aber leider so selten ja eigentlich nur benutzt. Ja. Also als Autos machen die ja eigentlich fast gar nichts. Außer mal halt so tagsüber durch die Gegend fahren, damit man sie nicht erkennt. Und da wird ja auch das gar nicht ausgespielt, was sie sonst in den Action-Szenen haben. Da sieht man das ja nur von Weitem und es geht total schnell. Während der Kämpfe sieht man jedes Rädchen gefühlt. Mhm. Aber das wäre doch total spannend, mal wirklich diesen Transform-Prozess von nah dran zu sehen. Weiß ich, gibt's das in einem der Filme? Ich glaube, so bei Bumblebee sieht man auf jeden Fall schon oft die Verwandlung von dem Käfer zum Bumblebee und zurück. Ja, stimmt, da geht's auch ein bisschen, hat es ein bisschen mehr Gravitas. Ja, das ist auch, ich habe damals mal das Transformers-Videospiel gespielt und da konnte man mit dem Mausrad hochdrehen, von Auto zu Roboter verwandeln und zurück. Und das habe ich einfach so stundenlang gemacht und das ist wirklich für mich so. Du kamst überhaupt nicht voran in der Story, nein, aber. Nein, überhaupt nicht, nur Auto-Robo. Verstehe. Es hat für mich auch so ein bisschen satisfying Videos on YouTube-Charme. Irgendwie verstehe. So, wenn jemand was durchschneidet, so Sand oder so. Ja, einfach diese Verwandlung zu sehen, finde ich sehr cool. Und dafür, finde ich, ist sie nicht präsent genug. Ja, da gebe ich dir recht. Dann lass uns doch direkt mal zu Bumblebee kommen. Also ich glaube, man kann unter die Transformers-Filme, was würdest du da für einen Strich drunter ziehen? Also ich finde schon krass, irgendwie dachte ich noch mal, dass die so, oder im Vergleich zu Marvel, dachte ich, Marvel-Filme sind ja wirklich so strukturiert, dass man sich da fast gar nicht durchlangweilen kann. Mhm. Weil die Beats sind so generisch gesetzt, dass immer, wenn es dir gerade zu viel wird, vom einen kommt direkt das nächste und dann hinterlässt das bei dir auch keine großen Schäden oder so, hat aber auch keine Haken, die sich in dein Gehirn bohren, der geht einfach so durch und dann ist er weg. Und da finde ich, bei Transformers, der hat schon mehr, an dem man sich stören kann einfach. Und das finde ich fast bewundernswert, dass man wirklich so komplett gegen jede Sehgewöhnung sagt, so, und die letzte Stunde ist einfach nur Gekloppe. Mhm. Und das macht auch keinen Spaß, das nervt einen nur. Irgendwann kann man auch nichts mehr wahrnehmen. Meine Freundin, die daneben saß, hat dann nur irgendwann gesagt, sie findet es irgendwie ganz meditativ, diese Bilder zu sehen. Vielleicht ist es das. Ja, vielleicht ist es wirklich nur das am Ende. Aber ich habe einfach Reizüberflutung irgendwann und mein Kopf macht dann zu. Also, und dass er das macht, zeigt, also finde ich, hat schon eine Haltung. Und das finde ich irgendwie doch bewundernswert, aber natürlich auch schrecklich, was den Film angeht. Also ich muss sagen, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe im Zuge des Videos, bin ich eigentlich doch überrascht, wie erfolgreich die Transformers-Filme sind. Auch mit wegen dem, was du gerade gesagt hast. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, in jeder Diskussion, egal ob im wirklichen Leben oder in einer Internetdiskussion, wenn irgendwann die Frage aufkommt, oder irgendwann dir die Wut einer Person aufkommt. Ja, der und der Film, der war nicht erfolgreich. Aber sowas wie Transformers. Mhm. Immer wird Transformers zu Rate gezogen als Beispiel für hirnloses Mainstream-Schrott. Genau. Und im Nachhinein frage ich mich so ein bisschen, warum eigentlich? Weil ich finde, dass er nicht über die Sympathie der Figuren kommt. Er kommt nicht über die Action. Weil, wie gesagt, dafür ist die Action einfach zu hässlich. Bei sowas wie
jetzt ganz anderer Film, aber sowas wie John Wick. Mhm. Da geht man ja rein und sagt, ich genieße diese virtuose Action und die Choreografien. Das hast du ja eigentlich in allen fünf Transformers-Filmen so in dieser Art nicht. Wie gesagt, ich finde, in Teil 4 und 5 wird es besser. Aber insgesamt ist das ja kein Film mit hübschen Action-Szenen. Mhm. Dann ist ja die Art der Effekte sehr, sehr, wie nennt man das, also sehr einheitlich, weil du eigentlich immer nur große Maschinen siehst und viel mehr Varianz hast du darin ja nicht. Also vielleicht ist es auch, vielleicht wollen die Leute auch dieses Verwandeln sehen, aber du hast ja schon gesagt, davon gibt es ja eigentlich relativ wenig. Und ansonsten, ja, frage ich mich, wo da die Faszination herkommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute jetzt aus denselben Gründen 4 und 5 mögen wie ich, weil dann wären ja nur 4 und 5 erfolgreich. Die ganze Reihe ist ja durchgehend erfolgreich. Das heißt, die Leute, die in 4 und 5 gegangen sind, die müssen ja auch die ersten Filme gemocht haben. Und da frage ich mich, warum. Ich frage mich, an welchem Punkt, wo machen die ihren Erfolg irgendwie fest? Also klar, vielleicht, weil das Filme sind für Leute, die als Kind, also so bleiben wir mal, sagen wir einfach mal, wie es ist beim Klischee, wenn kleine Jungs mit den Transformers Hasbro-Figuren gespielt haben, dass das eben dann auf die Leinwand gebracht wurde. So. Aber zum Beispiel so ganz banal sowas wie Battleship basiert ja auch auf Schiffe versenken. Der war auch nicht so erfolgreich. So. Und, ja, okay. Nein, und deshalb frage ich mich, wo diese Filme dann doch ihre Sympathien herziehen, weil wenn du einen Film schaust, muss der bei dir ja was Positives auslösen. Gerade wenn er fast 3 Stunden dauert. Eben. Also das hat mich doch wirklich auch gewundert, dass, also wenn ich denke, ich hätte gedacht, dass du und ich jetzt vielleicht Personen sind, die besonders viel Geduld haben, was Filme angeht. Aber wenn dann man selbst beim Angucken von einem Transformers-Film ab der Hälfte irgendwie denkt, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus, dann wundert mich schon, dass das bei so einem breiten Publikum doch so auf viel Begeisterung und Akzeptanz stößt. Und ich finde, also deswegen habe ich auch echt überlegt jetzt vor diesem Video, wie können wir da irgendwie drüber sprechen. Eigentlich, ich würde mal gerne mit einem richtigen Transformers Ultra sprechen und ihn wirklich fragen, was ihm daran gefällt. Genau. Weil es für mich so ungreifbar ist. Bei Bumblebee ist das nochmal was anderes. Aber bei den 5 Michael Bay Filmen, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das ist lustigerweise gerade nochmal was, womit ich vielleicht meine Faszination für 4 und 5 so ein bisschen erklären kann. Denn wie du schon sagst, in Teil 1 bis 3, nach der Hälfte langweilst du dich, weil es kommt immer das Gleiche. Und 4 und 5 steigen zumindest so ein und ziehen dann auch durch, dass ich halt in der Mitte mich frage, mal gucken, was du noch alles auffährst. Mal gucken, wo wir noch sind. Stimmt, Zeitreisen habe ich ganz vergessen bei Transformers 5. Ist ja auch noch mal ein Thema. Also in den Film sitze ich und denke, was hat das kranke Hirn von Michael Bay noch alles in diesen Film gepackt? Aber das habe ich bei 1 bis 3 nicht. Bei 1 bis 3 denke ich mir, ja, mal gucken, wie lang die Schlacht diesmal geht. Ich finde, das macht dann aber auch nie so Spaß. Weil wenn du jetzt sagst, Dinos kämpfen da mit Transformers und die haben noch Schwerter, was tatsächlich passiert. Ja. Dann finde ich, das klingt als Pitch erstmal cool, aber in der tatsächlichen Ausführung ist das jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, die Szene möchte ich aber gerne nochmal gucken oder so. Ja, an dem Punkt bin ich aber dann da, wo ich sage, das ist natürlich immer noch ein Studiofilm. Ich behaupte, hätte Michael Bay das Budget und die Carte Blanche von Netflix erhalten und gesagt, mach Transformers 5, The Last Night. The Last Night. Das wäre noch mal ein viel gagarerer Film geworden. Und ich finde auch 4 und 5, den merkt man noch an, dass Paramount da noch drüber steht und immer noch so ein bisschen die Strippen gezogen hat, aber ihm ja viel mehr Freiheiten gelassen hat. Und es stimmt schon, wie gesagt, ich möchte 4 und 5 jetzt auch nicht zusprechen, dass die plötzlich visuell wahnsinnig wunderschöne Filme sind. Aber trotzdem, wie gesagt, ich hoffe, ich kann dir so ein bisschen erklären, weshalb 4 und 5 für mich da rausfallen. Sind für mich aber trotzdem immer noch ganz anders von der Qualität als Bumblebee. Denn da muss man ja sagen, das ist wirklich von der Art Film was ganz anderes. Und ist ja auch, das ist ja null Michael Bay, sondern es ist ja eher E.T. Ja, oder Herbie. Das war übrigens nicht abgesprochen gerade. Weder das eine noch das andere Mal, dass wir gleichzeitig gesprochen haben. Ich finde, also was mich immer gewundert hat, als ich in den Abspannen las, Executive Producer Steven Spielberg. Ja, bei allen Transformers-Filmen. Aber bei Bumblebee merkt man's. Fühle ich es voll. Auf jeden Fall. Er spielt halt die Nostalgie-Schiene, die, ich glaube, ein Jahr vorher zum Beispiel auch Pete's Dragon gespielt hat. Aus halt, wir haben es gerade gesagt, Steven Spielberg, E.T., eine fremde
an die Kreatur einer fremden Welt trifft auf einen Menschen und es entwickelt sich eine Freundschaft quasi zwischen zwei Außenseitern. Und am Ende muss auch irgendwie noch die Welt soweit irgendwie beschützt werden, vor allen Dingen aber das Wesen selber. Das hat einfach total funktioniert. Und der hat einen schönen Humor, der hat John Cena. Mhm. Und ich finde, eine Figur wie John Cena hätte es eben auch in den anderen Transformers-Filmen ganz dringend gebraucht. Weil ich finde, dass Transformers 1 bis 5, wie gesagt, man hat mit Stanley Tucci so ein bisschen in die Richtung geschielt. Aber ich finde, Transformers hat da so ein bisschen das Problem wie die Fast and Furious-Reihe. Die nehmen sich einfach viel zu ernst. Und obwohl ich sagen würde, dass die Humoranteile in 1 bis 3 ja schon da sind mit Shia LaBeouf und den Eltern und so, aber sie sind so schrecklich, dass ich auch möchte, dass sie vorbeigehen. Vor allen Dingen sind sie ja nicht auf die Handlung an sich gemünzt. Sie bleiben ja innerhalb dieser Familie und versuchen da so ein bisschen Humor zu generieren. Das aber, und wie gesagt, da ist Stanley Tucci die Ausnahme. Der realisiert irgendwann, ich habe das Gefühl, Stanley Tucci weiß als einziger, in was für eine Art Film er mitspielt. Als er selbst quasi. Ja, genau. Hm. Und das machen ja jetzt auch Fast and Furious 9 und 10. Endlich kommt mal jemand auf die Idee zu sagen, was für einen Scheiß machen wir hier eigentlich? Wir fliegen hier mit Autos ins All. Und ich finde, dass diesen Humor, der fehlt den Transformers-Filmen. Es muss irgendwann mal jemanden geben, der in Teil 5, so banal und plump das ist, einfach mal zusammenfasst, was gerade Phase ist und wie bescheuert das ist. Solche Filme brauchen das, finde ich. Es kann natürlich auch einfach ein bisschen zynisch sein, zu sagen, wir machen einfach den totalen Schrott und dann kommt immer noch mal jemand und sagt, ha, ist ganz schöner Quatsch, was wir hier machen. Ist, ne? Ist natürlich wichtig, dass das Hand oder vom Drehbuch her dann auch smart umgesetzt wird. Da stimme ich dir zu. Aber Bumblebee, wie du schon gesagt hast, hat das eigentlich gar nicht so nötig, weil die Geschichte, finde ich, ist so based, so komisch das vielleicht auch sein mag im Kontext von Transformers. Und enthält ja auch wirklich nur ganz wenig Action eigentlich. Ja. Also die letzte Viertelstunde und vielleicht noch der Anfang so ein bisschen. Aber da ist die Action ja auch total figurenkonzentriert. Also wenn ich da darin, ich meine, wir haben immer noch im Zentrum die von, wer ist die Schauspielerin? Das ist doch die Person von True Grit. Hayley Steinfeld. Hayley Steinfeld, genau. Das ist ja total auf sie konzentriert. Also sie muss dann ja am Ende auch noch mal ihr Trauma überwinden mit dem Wasser und so weiter. Also das ist, finde ich, keine herzlose Action, sondern die ist, wie gesagt, sehr figurenkonzentriert. Und sie ist auch übersichtlich im Vergleich zu Transformers, wo, das war ein Moment, den ich echt krass oft hatte bei 4 und 5, wo plötzlich irgendwelche Figuren da waren und ich mich gefragt habe, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Waren die schon die ganze Zeit da? Ja, genau. Und es gibt halt nur ungefähr 5 Figuren im Bumblebee und man weiß auch immer ungefähr, wo jeder ist, wer gegen wen kämpft. Und wie gesagt, es gibt nur 3 Roboter, es ist alles schön übersichtlich. Ja, und so wie ich das bei Bumblebee in Erinnerung habe, geht es ja auch da gar nicht um die Rettung der Welt, sondern um die Rettung von Bumblebee, oder? Die Decepticons, die bösen Transformers, wollen ja schon quasi ihre Armee auf die Erde rufen, um die Erde zu versklaven. Und das kann dann mit Hilfe von Bumblebee verhindert werden. Genau, deshalb müssen sie halt eigentlich Bumblebee retten die ganze Zeit. Es ist so ein bisschen beides. Okay, okay. Aber es ist sehr klein im Vergleich zu den bisherigen. Und man kann es verstehen noch. Ja. Und das ist ja bei Last Night nicht mehr der Fall. So. Das stimmt. Jetzt haben wir Teil 6. Wir haben ihn beide noch nicht gesehen. Ich sehe ihn zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen. Bin sehr gespannt, wie das wird. Ist nicht mehr von Michael Bay, wenn ich das richtig genau, Bumblebee im Kopf war ja auch nicht von Michael Bay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Trailer sprechen mich überhaupt nicht an. Und ich glaube auch, wenn ich was aus der Transformers-Reihe ziehe, dann ist es ja der Michael Bay-Wahnsinn. Wenn das jetzt wieder ein Michael Bay-Film ist, wenn das jetzt wieder ein klassischer Transformers-Film ist, aber ohne Michael Bay, Was bleibt dann noch? Für mich zumindest. Was bleibt da für mich noch? Und es scheint ja auch nicht so was zu sein wie Bumblebee, was übers Herz geht. Deshalb hat der Film im ersten Moment gar kein Potenzial, mich auf irgendeiner Ebene zu erreichen. Die ersten Reviews sind wohl aber ganz gut. Daher lassen wir uns überraschen. Beim Googlen sah ich gerade, es ist der beste Transformers bisher. Und lustigerweise, wenn man sich Transformers 4 und 5 bei Amazon Prime anguckt, steht dort auch jeweils, es ist der beste Transformers-Film bisher. Das heißt, es wird immer nur besser und besser. Ja, ist die Frage, ob sie Bumblebee mit einbeziehen. Weil Bumblebee hat ja allgemein sehr positives Feedback erhalten. Das auch stimmt, von den Kritiken. Obwohl ich mich so ein bisschen auch bei Bumblebee gefragt habe, wer ist eigentlich so genau die Zielgruppe davon? Weil ich glaube, wenn jetzt jemand echt, wo war das, zwischen 4 und 5 oder zwischen 3 und 4? Nee, zwischen 5 und 6. Ah, zwischen 5 und 6, das ist der letzte gewesen. Müsste der letzte gewesen sein, ja. Wenn jemand aus The Last Night rauskommt und dann Bumblebee sieht, da gibt es ja gar keine Schnittflächen zwischen diesen beiden Filmen. So. Eigentlich nicht. Aber wie gesagt, warten wir mal ab.
Ja. Oh, jetzt haben wir es ja doch irgendwie geschafft, 6 Transformers-Filme in 25 Minuten zu quetschen. Das stimmt. Es muss nicht immer 2-3 Viertelstunden dauern, Michael Bay. So, nämlich. Genau. Und wir wollen von euch wissen in den Kommentaren, was ihr zu den Transformers-Filmen sagt. Wir glauben an euch, das kriegt ihr natürlich alles ganz friedlich und ganz freundlich in uns selbst. Und das möchten wir gerne, wenn ihr wirklich die Transformers-Filme super gerne mögt. Wir meinen das total ernst, dass wir super gerne wissen würden, absolut, warum. Denn vielleicht gibt es ja für Hardcore-Fans wie euch Aspekte, die uns gar nicht bewusst sind. Und haben wir ja auch. Wir haben ja auch Filme, von denen wir sagen, wir sollten lieber nicht öffentlich sagen, dass wir die mögen, so im übertriebenen Sinne. Wir machen es natürlich trotzdem. Und wie gesagt, deshalb schreibt uns das gerne. Und wenn ihr die Transformers-Filme nicht mögt, dann schreibt uns bitte auch gerne einfach sachlich, warum. Das ist doch ein Deal. Würde ich sagen. Dann abonnieren, Glocke aktivieren, uns gerne monetär unterstützen, wenn euch das irgendwie möglich ist und ihr Bock darauf habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Tschüss. Tschüss.